Das Thema der persönlichen Produktivität ist ein Thema, was, ja, ich glaube, alle Menschen in irgendeiner Form antreibt und beschäftigt. Offiziell heißt es gerne in der Literatur dann immer Zeit- und Selbstmanagement, doch am Ende geht es immer um die persönliche Produktivität. Ich habe vor roundabout 4 Wochen mein neues Buch vorgestellt zum Thema Zeit- und Selbstmanagement und es gab eine Frage zurück von einer Leserin, die sagt: Herzlichen Dank für die vielen Tipps. Aber Hartmut, wenn du das Buch nochmal weiter runterbrechen müsstest und aus den über 50 Tipps die 10 heraussuchen müsstest, die für dich die wichtigsten sind, welche wären es? Und das ist eine total spannende Frage, weil das Thema der Komprimierung immer einen nochmal dazu zwingt, stark darüber nachzudenken, was einem wirklich hilft. Dementsprechend habe ich diese Frage unheimlich gerne aufgegriffen und habe für Sie heute die 10 wichtigsten Tipps zum Thema persönliche Produktivität oder auch Zeit-Selbstmanagement zusammengesucht. Los geht's! Tipp Nummer 1. Persönlich war es für mich ein großer Gamechanger, als ich angefangen habe, mich auf die sogenannten B-Aufgaben zu fokussieren und nicht mehr auf die A-Aufgaben. Der Eisenhower ist ja überall präsent in Zeit- und Selbstmanagement, Büchern und auch Seminaren. Das heißt, die Unterscheidung nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Und man hat lange immer gesagt, man muss sich auf was fokussieren, auf Dinge, die dringend unwichtig sind. Klassisch, klar, wenn jetzt plötzlich ein Feueralarm hier im Haus wäre, dann würde ich auch diese Videoaufnahme unterbrechen und rausgehen. Aber der entscheidende Punkt ist, überlegen Sie mal, die meisten A-Aufgaben, die wir machen, da sind wir nicht mehr selbstbestimmt, sondern wir sind fremdbestimmt. Und wer kennt das nicht? Man will noch schnell am Freitagmorgen ein Angebot fertig machen für den Kunden, weil man es ihm für Freitagnachmittag versprochen hat. Man kommt Freitagmorgen rein, ja, es war schon Stau, man ist schon später überhaupt ins Office reingekommen. Anschließend passiert was, Rechner macht nochmal einen kompletten Neustart und System-Update, dauert auch schon wieder eine halbe Stunde. Dann klingelt auch schon ganz nervös das Telefon, Maschinenstillstand beim Kunden, Holland in Not und es geht nichts mehr. Und Sie sehen schon, wir sind plötzlich geschubst von vielen, vielen Seiten. Das, was wir eigentlich machen wollten, da haben wir jetzt gar keine Zeit mehr zu. Das kriegt plötzlich eine niedrige Priorität. Was passiert aber? Abgabe vom Angebot immer noch am Freitagnachmittag. Und wir kommen zunehmend unter Stress. Wie kann man das vermeiden? Indem man wirklich sich auf die wichtigen Dinge konzentriert und diese macht, bevor sie dringend werden. Kleiner Tipp übrigens, das gilt auch alleine schon beim Auschecken beim Hotel oder im Hotel. Wenn Sie auschecken, in dem Moment, wenn Sie gehen müssen und wollen, dann ist das meistens dringend und wichtig. Dem Augenblick, wo man gleich am Abend vorher auscheckt, beim Einchecken, ja, das geht, oder zumindest auf dem Weg zum Frühstück schon mal auscheckt, dann ist man wieder in so einem B-Modus, wesentlich relaxter unterwegs. Und das war für mich ein riesengroßer Change, so ein großer Wechsel, wo ich plötzlich gemerkt habe, ich bin wesentlich ruhiger, wesentlich produktiver unterwegs. Tipp Nummer 2. Nein sagen und mehr Erfolg haben. Es gibt auch ein klasse Buch dazu, das heißt Nein von Peter Kreutz und Anja Förster. Und mir ist ein Zitat sozusagen aus dem Buch hängen geblieben. Und das Zitat ist: Wir sagen den ganzen Tag Ja zu so vielen Dingen und vergessen dabei, dass wir, wenn immer wir Ja sagen, auch gleichzeitig Nein zu anderen Dingen sagen. Und dieses radikale Ausmisten, ich habe heute eine Not-To-Do-Liste, ich bin immer wieder dabei, auch radikal Dinge in Frage zu stellen. Ja, das wissen auch viele Kunden, so leicht ist es gar nicht mehr, mich persönlich vor Ort für einen Kundentermin zu begeistern. Das mache ich für ganz ausgewählte Kunden und dort gerne. Viele andere Kunden kriegen gerne erstmal ein Telefonat, eine Skype, eine Webex-Session etc. Das heißt, auch bewusst zu sagen, hey, ich sage nicht komplett Nein zum Kunden, aber ich sage es dann, wenn es mir in meinen Terminkalender passt oder ich nutze das richtige Medium, um es möglichst effizient zu machen. Da kann man so viel machen. Wozu haben Sie in den letzten paar Stunden oder Tagen eigentlich Nein gesagt? Oder sagen Sie immer mehr Ja, 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 Ja und es wird immer mehr? Tipp Nummer 3. Aus langen To-Do-Listen wird The One Thing. Auch da gibt es ein klasse Buch, was mich unheimlich inspiriert hat, von Gary Keller und Jay Papasan, The One Thing. Und, die Grundaussage in dem Buch ist, vergiss doch diese langen To-Do-Listen. Versuche dich morgens mal kurz zu konzentrieren und dich selber zu fragen, was ist eigentlich das eine Ding, was dich, das Team, das Unternehmen, den Kunden, das Projekt heute wirklich richtig nach vorne bringt.
Und dieses eine Ding, das kriegt die Priorität des Tages. Das machen wir logischerweise dann auch in der Zeit, wo wir wirklich so Synapsen-Hochzeit haben, in der Regel am Vormittag irgendwann und nicht unbedingt im Suppenkoma. Das Ding kriegt auch Vorfahrt vor allen anderen Dingen. Und das Spannende ist, wenn man mal wegkommt von einer langen To-Do-Liste, die tendenziell immer länger wird, hin zu One Thing oder in der Praxis gerne zu den zwei wichtigen Dingen, kriegt man einen wesentlich stärkeren Fokus. Und Fokus hilft einem wieder, wobei wirklich das zu machen, was einen auch wirklich nach vorne bringt. Das war für mich ein großer, großer Wechsel. Und ich habe gemerkt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sich selber klarzumachen, was ist eigentlich das One Thing des Tages? Man hat so viel Kleinkram zu tun, aber was ist eigentlich das One Thing, was dich wirklich nach vorne bringt? Spannendes Thema. Mein Tipp Nummer 4. OneNote wird und ist mein zentrales Notizbuch. Wir alle brauchen Notizbücher, wir alle haben auch Notizbücher. Ich bin großer Freund der Einzelregel, also es gibt nur ein einziges Notizbuch und da war für mich relativ schnell klar, es ist OneNote, weil es ist da, also es ist Teil vom Office-Paket. Es ist hervorragend integriert in Outlook. Man kann ganz schnell aus einem Outlook-Termin ein Protokoll mit zwei Klicks machen und verschicken zu einer Besprechung. Man kann aus einer Notiz im OneNote mit einem Klick eine Aufgabe im Outlook machen. Das Ding ist Mörder, was das ganze Thema Suchfähigkeit angeht. Also wenn man wirklich auch Bilder reinzieht irgendwoher. Das Ding kann alles durchsuchen und ziemlich stark Dinge auch wiederfinden. Das ist echt der Hammer. Bin total begeistert. Auch natürlich logischerweise mobilfähig. Das heißt, auch auf dem Gerät hat man immer alles dabei. Und das ist für mich ein großer Change gewesen. Wieder, weil damit alle Notizen immer dabei. Und zweitens voll digital, voll synchronisiert auf allen Endgeräten. Und es war die Konzentration auf ein einziges Notizbuch. Und nicht hier ein bisschen Zettel, da ein bisschen Notiz. Und man verliert allein schon den Fokus, wo man was suchen könnte. Weiter geht's mit Tipp Nummer 5. Ganz wichtig, im Outlook sämtliche Benachrichtigungen ausschalten. Wer kennt das nicht? Unten rechts kommt dieses kleine Briefkastensymbol, Zeichen auf, poppt hoch, was ist? Automatisch ist man abgelenkt. Man macht schnell Alt-Tab, weil kurz checken, es könnte ja was Wichtiges sein. Und was stellt man in 99% der Fälle fest? Es ist eben nicht wichtig. Und das ist genau der Punkt. Wenn man sich wirklich wieder fokussieren will auf die wirklich wichtigen Dinge, dann ist in der Regel das schnelle Nachgucken der E-Mail jetzt nicht das, was wirklich zählt. Bei mir war es sehr hilfreich, einfach zu sagen, sämtliche Benachrichtigungen sind ausgeschaltet. Ich mache jetzt meine Arbeit konzentriert zu Ende. Wenn ich damit fertig bin, dann gerne Alt-Tab, querchecken, ist was reingekommen, brennt irgendwo der Wald, dann gerne erstmal Fokus auf dieses wichtige Thema. Aber ansonsten wirklich versuchen Sie mal wieder Herr von Outlook zu werden und nicht von Outlook ständig getrieben zu werden. Also mein klarer Tipp, schon fast eine Anweisung, schalten Sie die Benachrichtigungen aus. Es geht weiter mit Tipp Nummer 6. Outlook, Regeln nutzen, um den Posteingang freizukriegen. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären in einer Seminarpause, gucken schnell einmal Ihre E-Mails durch, hätten 20 E-Mails, da wären 5 CC-E-Mails dabei, 10 Newsletter, 3 System-Updates, wo sind wir jetzt alleine schon? Bei 18, glaube ich. Und 2 wichtige E-Mails vom Kunden. Welche 2 müssten Sie anschauen? Logischerweise die vom Kunden. Alles andere können Sie auch irgendwann später lesen. Was mir wirklich geholfen hat, ist wieder in Fokus reinzukriegen, indem ich sehr stark die Outlook-Regeln nutze, um alles aus dem Posteingang rauszuziehen, was dort im Moment nicht wichtig ist. Das heißt, ich habe einen eigenständigen Ordner, der heißt einfach Lesen. Da sind alle Newsletter drin, selbst alle CC-E-Mails drin, da sind alle Social-Media-E-Mails drin. Und im Posteingang ist in der Regel wirklich nur das, was ich auch jetzt anschauen will und muss, was eine gewisse Priorität hat. Lesen kann ich gerne mal im Zug, im Flieger oder sonst wo. Spannenderweise wird das Zeug dann noch mal älter. Und wer kennt das auch nicht? Man hat manchmal auch so einen Newsletter, den macht man mal auf und sagt, Mensch, so dumm ist gar nicht, interessant schon, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit dafür. Und was passiert, wenn man das im Posteingang lässt? Dann hat man schon wieder eine so eine Leiche drin, die einen Posteingang immer weiter füllt. Wenn Sie das im Lesenordner haben, außen Augen, außen Sinn, stört es keinen. Dementsprechend Regeln nutzen, wo immer Sie können. Wir machen weiter mit Tipp Nummer 7.
Tipp Nummer 7, da geht es um Quick Steps und den Schnellzugriff im Office-Paket. Quick Steps, das ist aus meiner Sicht so ein Hidden Champion. Jeder hat ihn schon mal gesehen im Outlook. Das ist so eine kleine Box, die man da oben findet. Die wenigsten nutzen es aber. Was kann Quick Step? Da können Sie mit einem einzigen Klick zum Beispiel festlegen, dass eine E-Mail in einen festgelegten Ordner reinrutschen oder verschoben werden soll. Sie können aus einer E-Mail mit einem einzigen Klick eine Aufgabe machen. Und so ein Klassiker bei mir ist, wenn ich in irgendeiner Form eine Buchung bestätigt bekomme von einem Hotel oder sonst was, dann schaue ich die noch einmal kurz. Also ich öffne die E-Mail, schaue einmal quer, ob das alles in Ordnung war, drücke auf Ausdrucken, sofern ich das überhaupt brauche, fürs Finanzamt. Wenn es nur eine Buchungsbestätigung war, drücke ich im Quickstep auf was? Auf Reise, und diese E-Mail wird automatisch in den Ordner Reise verschoben mit einem einzigen Klick, ohne dass ich den Ordner irgendwo suchen müsste etc. Das heißt, dort habe ich meine Favoriten, wenn Sie so wollen, an Ordner, die immer wieder zutreffen. Das gleiche gilt für den Hidden Champion Schnellzugriff, der ganz oben ist in allen Office-Paketen. Was sind die wichtigsten Funktionen, die Sie immer wieder brauchen? Die kann man sich bewusst in diesen Schnellzugriff legen und damit mit einem einzigen Klick Dinge erledigen. Klassisch bei mir zum Beispiel hier im Outlook sehen Sie, mit einem einzigen Klick kann ich den Ordner festlegen, in dem eine E-Mail, die ich gerade geschrieben habe, verschoben werden soll, bevor sie verschickt wird. Zwei kleine Hidden Champions, die aber durchaus einfach Geschwindigkeit reinbringen. Tipp Nummer 8. Grundregel, kein Text wird zweimal geschrieben. Und es gibt diese hervorragende Funktion Autotext für das gesamte Office-Paket, die ich wirklich liebe. Klassiker bei mir, Key Account Management, ein unheimlich langes Wort. Ein Hashtag, bei mir heißt Hashtag gleich Autotext. Hashtag KAM wird zu Key Account Management. Aber spannend ist auch, Sie können ganze Textblöcke, einschließlich wirklich Tabellen, Formatierungen, alles komplett fertig machen. Und so zum Beispiel auch ein Protokoll, was Sie vielleicht immer wieder im Outlook als E-Mail verschicken, komplett einmal fertig schreiben. Sie machen nur noch Hashtag Protokoll und es erzwirbelt ein gesamtes Protokoll mit Tabelle für die Aufgaben, alles fertig. Bitte schreiben Sie keinen Text zweimal in Ihrem Leben. Das ist die große Aussage. Das gleiche gilt auch für E-Mails. Hier sehen Sie zum Beispiel eine E-Mail-Vorlage. Einmal zum Beginn des Monats, schicke ich meinem Partner die Abrechnung von unserem Key Account Management Online-Kurs. Und es ist immer dieselbe E-Mail. Sie geht immer an denselben Adressaten. Sie geht immer an denselben Empfänger. Sie geht immer raus mit derselben Betreffzeile. Es hat auch immer denselben Text. Das Einzige, was sich ändert, ist die Anlage zu E-Mail. Also warum diese E-Mail immer wieder neu schreiben oder von der alten kopieren? Viel zu aufwendig. Einmal eine Vorlage benutzt, draufgeklickt, mit 1-2 Klicks erstellt, Attachment dran, raus, fertig. Nummer 9. Rückfragen einfach nachverfolgen. Das ist eine Kernfrage, die viele, viele haben. Jeder hat auch so seine eigene Technik. Meine Technik heute ist in der Tat diese Fähnchen-Variante. Was mache ich? Ich schreibe eine E-Mail raus an den Kunden, zum Beispiel mit Terminvorschlägen für eine neue Veranstaltung, und verschiebe diese E-Mail vor dem Versenden automatisch in den richtigen Ordner, also in den Kundenordner, sodass sie wirklich kunden- und projektbezogen richtig abgelegt ist. Setze dann aber das kleine Fähnchen zur Nachverfolgung für einen bestimmten Termin und damit erscheint bei mir unten rechts in den Aufgaben eine kleine Benachrichtigung. Hoppla, hast du eigentlich schon eine Rückmeldung bekommen von dem Kunden? Wenn nein, kann ich schnell einen Reminder rausschicken. Wenn ja, lösche ich einfach die Kennzeichnung und fertig ist es. Das ist meine einfachste Art und Weise, den Überblick über offene Punkte zu behalten, die ich rausgeschickt habe. Last but not least, Nummer 10. Einige Kunden kriegen immer so große Kulleraugen, wenn ich das mache, aber es gibt für mich eine Grundregel. Und die Grundregel heißt, das Protokoll verlässt als erstes den Besprechungsraum. Das heißt, in der Besprechung schreibe ich hier und jetzt bereits das Protokoll. Alles fertig. Wenn es mehrere sind, schmeiße ich das über den Projektor an die Wand. Jeder sieht es. Wenn jemand eine andere Meinung zu den Ergebnissen hat oder einen Aktionspunkt anders verstanden hat, dann bitte jetzt melden, Wiener Kirche, und ansonsten für immer schweigen. Ist das Meeting soweit zu Ende, dann wird es jetzt per E-Mail verschickt. Fertig. Punkt. Ich bin mit einem Meeting, was das Protokoll angeht, mit Ende der Besprechung fertig und durch. Und ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Menschen
das noch mitnehmen, handschriftlich, zu Hause irgendwas abtippen, am besten der Assistentin noch geben, nach ein paar Wochen wird es verschickt, dann ist es nicht genau das, was jeder nicht verstanden hat, das gibt wieder Nachfragen oder Aktionspunkte werden nicht erledigt. Äußerst ineffizient. Protokolle verlassen als erstes den Raum. Das waren meine 10 Highlights aus meinem kleinen handlichen Buch hier zum Thema Zeit und Selbstmanagement. Wer mag, gerne bei Amazon mal reinschauen. Ist auch etwas to go, sozusagen wirklich klein. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, ich packe unter dem Video auch nochmal den Blogbeitrag rein, sodass Sie da schnell nochmal die Dinge nachvollziehen können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Steigerung Ihrer persönlichen Produktivität. Machen Sie es gut, Ihr Hartmut Sieg.